Ein Jahr erst besteht die junge Republik. Neue Gedanken in der darstellenden Kunst werden formuliert. Neu ist der Gegenstand der bildenden Künstler. Neu das Verhältnis der Meister des Wortes und der Feder zur Arbeiterklasse und ihrer geschichtlichen Leistung. Die Kunst hilft, gesellschaftliche Forderungen zu formulieren. Erstmalig wird mit Menschen an unserer Seite von Eduard Claudius die von Marx vorausbestimmte neue Haltung zur Arbeit künstlerisch gestaltet. Neue Strophen von Becher und Eisler entstehen für die Jugend, die kommenden. Nach sowjetischen Erfahrungen und Vorbildern Frohsinn und Lachen auf der Bühne für die Kinder des Volkes. Auch das prägte das Kunstschaffen in unserer entstehenden Republik. Ehre fragte: Du bist doch Arbeiter. Bakhanz sah nicht auf. Ehre legte die Ellbogen auf die Knie, stützte sein Kinn in die Hände. Er fragte wieder: Du bist also kein Ingenieur? Kerbel fragte: Mensch, sind wir denn hier an der Schule? Bakhanz hob den Kopf. Was willst du denn eigentlich? Was willst du von uns? Seine Zähne waren gelb vom Tabak. Ehre fühlte sich auf einmal wie ausgelaugt. Er sagte ruhig: Und weil du ein Arbeiter bist, darum willst du kein Köpfchen haben, was? Keiner sah den anderen an. Sie rauchten, schluckten zuweilen. Ihre Hände hielten sie wie Hämmer, die zu schwer geworden sind. Bakhanz knurrte: So, und was noch? Ehre lächelte müde. Er fühlte seine Lippen wie Ton. Er sagte: Zum Denken, meine ich. Ein Köpfchen zum Denken. Das willst du nicht haben. Glaubst, mit den Händen kommst du weit genug, was? Er sah die mit Schamott beschmierten Kappen auf den gesenkten Köpfen. Es verging eine Weile, bis Ehre fortfuhr. Wenn wir den Ofen nicht mauern, dann fehlt uns die Produktion eines halben Jahres. Uns allen. Wir müssen ihn bauen, ohne dass er gelöscht wird. Wir? Ehre fand in ihren überraschten Augen alles, was immer in ihnen gewesen war. Misstrauen und Ablehnung, aber auch etwas Neues. Auf den Straßen, auf den Bahnen singt ihr Deutschlands Jugendlied. Hoch im Blauen fliegen Fahnen, blaue Fahnen nach Berlin. Optimismus und Konsequenz zugleich. Überwindung der imperialistischen Unterdrückungspolitik der Nationen, das verpflichtet auch zu einer neuen, einer sozialistischen Haltung zu nationalen Minderheiten, bedeutet daher Förderung und Schutz der alten Volkskultur der Sorben. Wilhelm Pieck spricht in Bautzen am 10. Juli 1950. Jahrhundertelang wurden die Sorben gegen die Deutschen. Die Deutschen gegen die Sorben gehetzt. Jetzt stehen sie als Gleichberechtigte zusammen. Die Deutsche Demokratische Republik hat in richtiger Erkenntnis der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte der Sorben die verfassungsmäßigen
und gesetzlichen Grundlagen geschaffen, damit unsere sorbischen Brüder und Schwestern völlig gleichberechtigt mit den Deutschen sind. Die Deutsche Demokratische Republik gab den Sorben das Recht der Einführung ihrer alten sorbischen Sprache in Behörden und Schulen. Sie fördert im weitgehendsten Maße die sorbischen kulturellen Einrichtungen und unterstützt die Pflege der sorbischen Sitten und Gebräuche. Neue Grundlagen sind geschaffen, prinzipienfest, weitblickend und mit der Kraft der geeinten Klasse wurde die Sehnsucht der Menschheit zur Aufgabe der Gegenwart. Walter Ulbricht auf der zweiten Parteikonferenz der SED. In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft, aus anderen Kreisen der Werktätigen, hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beschlossen, der zweiten Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Sozialismus entspricht den Bedürfnissen der ökonomischen Entwicklung und den Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Das deutsche Volk, aus dem die bedeutendsten deutschen Wissenschaftler Karl Marx und Friedrich Engels, die Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, hervorgegangen sind, wird unter der Führung der Arbeiterklasse in der Deutschen Demokratischen Republik die großen Ideen des Sozialismus Wirklichkeit werden lassen. Genossinnen, Genossen, der Aufbau des Sozialismus auf kulturellem Gebiet bedeutet, dass wir in die Periode des Wiederaufstieges einer großen deutschen Kunst eingetreten sind. Der Wiederaufstieg einer großen deutschen Kunst ist nur möglich im Zeichen des Aufbaus des Sozialismus. Eine große deutsche Kunst wird entweder eine sozialistisch-realistische sein oder sie wird nicht sein. Der sozialistische Realismus ist darum nicht eine schöpferische Variante unter vielen, nicht eine schöpferische Möglichkeit unter anderen, sondern der sozialistische Realismus ist die einzige Möglichkeit, die einzige schöpferische Methode, welche zum Wiederaufstieg einer großen deutschen nationalen Kunst führen kann. Und besonders die Intellektuellen müssen wir davon überzeugen, wie verhängnisvoll sich die Wehrlosigkeit des deutschen Geistes in der vergangenen Zeit ausgewirkt hat und dass der Geist Macht werden muss, wenn er nicht seinen Geist aufgeben will. Ja, wir bekennen unseren Willen zur Macht, den Willen zur Macht des Friedens, der in der Macht auch unseres Staatswesens verkörpert ist. Johannes R. Becher über die Rolle von Geist und Kunst in der Obhut der Arbeiterklasse an der Macht, das definiert zugleich
die aktive Rolle der Kunst und des Künstlers in einer sozialistischen Entwicklung. Parteiliches Denken, klares Bewusstsein, zielgerichtetes Handeln heißt jedoch auch ständige Auseinandersetzung mit dem Klassenfeind. Während sich in Westdeutschland emsig gehegt und gefördert die Ausbeuterordnung restaurierte und Hitler-Generale ihre Memoiren veröffentlichen durften, entstanden bei uns neue Denkmäler und Chöre, neue Bilder und Verse. Bechers Winterschlacht, der Thälmann-Film unter Metzigs Regie, namhafte Werke der bildenden Kunst und des Musikschaffens, Strittmatters Katzgraben unter der Regie von Brecht, helfen der Partei der Arbeiterklasse, ein neues, ein sozialistisches Geschichtsbewusstsein zu formen und zu festigen. Das war die Division, die als die erste Einzug halten sollte in Moskau. Sie ist nicht mehr. Für Feinde führt kein Weg nach Moskau. Den Freunden aber öffnen wir das Herz. Für unsere Freiheit schlugen wir die Schlacht und haben eine Schlacht zugleich geschlagen für aller Völker Freiheit. Auch für die deine, Deutschland. Sieg der Freiheit beigetragen, hat manche Tat, wenn auch nur halb vollbracht, die Deutsche wagten. Ihrer sei gedacht, hier, mitten in der Nacht, der Winterschlacht. General, bitte melden zu dürfen. Thälmann spricht schon. Unsere Antwort an die Regierung. Wir Kommunisten lehnen den vorgelegten Wehretat auf das Entschiedenste ab. In unserem Programm der nationalen und sozialen Befreiung erklärten wir, dass durch die Wiederaufrüstung der Militaristen unserem Volk die Katastrophe eines neuen Krieges droht. Das ist Landesverrat! Deutschland, erwache! Deutschland, erwache! Die nationale Befreiung kann niemals durch Krieg und Aufrüstung erreicht werden, sondern sie ist eng verbunden mit der sozialen Befreiung, mit dem Sturz des Kapitalismus. Sie wollen kein bolschewistisches Chaos! Auf einem Sechstel der Erde haben die Arbeiter bewiesen, dass sie ohne Kapitalisten leben können. Aber die Kapitalisten haben noch nie bewiesen, dass sie ohne Arbeiter leben können. Das hat gesessen! Bravo, Danny! Herr Thälmann will also Deutschland entwaffnen! Sie irren. Wir sind für ein wehrhaftes Volk. Wenn die Geschicke des Volkes in den Händen des Volkes liegen, wie in der Sowjetunion. Die amerikanischen, englischen und französischen Kapitalisten aber, die den widerstehenden deutschen Imperialismus als Sturmbock gegen die Sowjetunion benutzen wollen, täuschen sich. Dieser deutsche Imperialismus wird seine Waffen auch gegen diese Länder richten. Die Arbeiterklasse aber ist sich seit langer Zeit wieder ihrer gewaltigen Kraft bewusst geworden. Hier der Beweis für die Kampfentschlossenheit der Arbeiter. 300.000 Kumpels des Ruhrgebiets legten die Arbeit nieder und 160.000 streikende englische Arbeiter stehen ihnen bei. Das verstößt gegen die Beschlüsse der Regierung. Der Schlichtungsausschuss hat doch noch nicht getagt. Die Gewerkschaft hat noch keine Stellung dazu genommen. Das verstößt gegen Recht und Gesetz. Für uns gilt nur ein Gesetz. Das Interesse des werktätigen deutschen Volkes. Du willst die 20 Morgenfeld nicht sehen, die sie uns gaben. Sogar im Herrenhaus des Barons sitzt du jetzt drin. Und eine ganz neue Scheune zählt bei dir wohl nicht. Fängst wieder an damit. Uns hat die Bodenreform befreit. Vielleicht euch Männer. Aber was die Frauen? Euch Frauen wird die Wissenschaft befreien. Ach so,
Ich werde befreit, indem du Schnee fängst. Das Maistroh fängt den Schnee und hält ihn fest. Da bleibt der Boden feucht. Was sage Hecken her? Der Wind soll sich das Maul zerkratzen, wenn er die Feuchte von den Feldern leckt. Ich sage euch her mit dem neuen Weg. Das ist ein Fortschritt. Das kannst du leicht. Ich karre ja den Kies. Das Milchvorgeld zahlst du dem Großmann gern, wie? Das Molkereiauto holt deine Milch. Der Bücherwagen bringt mir neue Bücher. Auf schnellen Rädern kommt die Stadt ins Meer. Die Straße holt die Wissenschaft ins Dorf. Und Wissenschaft und Wohlstand sind ein Paar. Unser erster Plan. Früher haben wir gesät, geerntet, wie es uns gerade in den Sinn kam. Anarchisch, glaube ich, heißt das. Braucht eine Weizenmehl, schwupp, schwupp, baut der Weizen. Was Fug er über Weizenbohnen, also das Land verpleppert, das mit anderen Früchten viel höhere Erträge ausgegeben hätte. Das ist der Fortschritt. Kleinbauernkind wird Agronomin. So was stand früher nur in Märchenbüchern. Otto Grotewohl spricht. Er formuliert die Prinzipien der Kulturpolitik der Arbeiterklasse. Händel-Festspiele nehmen in der Geburtsstadt des großen Meisters eine alte proletarische Tradition wieder auf. Eduard von Winterstein, der Nestor der deutschen Schauspielkunst, interpretiert Lessings humanistische Botschaft. Thomas Mann, der große bürgerliche Humanist, ehrt Schiller an seinem 150. Todestag im Deutschen Nationaltheater in Weimar. In dieser Entwicklung erwächst uns eine neue Generation, der wir alle Kräfte vermitteln, gemeinsam mit uns eine Zukunft und ein glückliches Leben zu bauen und zu schützen. Ein Leben, das frei ist von sozialer Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Ein Leben, das Wohlstand für alle schenkt. Ein Leben, das durch die Freundschaft der Völker den Frieden sichert. Für ein solches Leben wirken, schaffen und kämpfen wir. Ein solches Leben führt uns auf die Höhen der Menschlichkeit und schenkt uns alle Schätze der Kultur. Das ist die Kulturpolitik der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Frei von Schwarmgeisterei, frei von Illusionen, schaffen wir an einer breiten und tiefen Kultur für unser ganzes Volk, indem wir die Grundlagen des Sozialismus schaffen. Sie alle wissen es und wir wissen es auch. Nichts gibt sich von selbst. Auch die Würde des Menschen nicht. Sie will errungen und erkämpft sein. Für alle Kultur- und Geistesschaffenden gelten dabei die so oft zitierten Schillerschen Worte: Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahrt sie. Sie sinkt mit euch. Mit euch wird sie sich heben. Freiheit wiegt uns heute. Wird wie Treue siegen. Im Siegsgebrett rückt, im Siegsgebrett rückt, und Friede, Friede wird wie Treue siegen. Im Siegsgebrett rückt, im Siegsgebrett, im Siegsgebrett rückt, im Siegsgebrett rückt. Seiner Unbestochenen.
von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe jeder von euch um die Wette, die Kraft des Steins an seinem Ring an Tag zu legen. Komme dieser Kraft mit Nachsicht, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hülfe. Und wenn sich dann des Steines Kräfte an euren Kindeskindeskindern zeigen, so lad ich über 1000 Jahr sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann als ich auf diesem Stuhle sitzen und sprechen. Geht! So sagte der bescheidene Richter. Er konnte es mit dem Worte so grob treiben, wie in dem Distichon von der Würde des Menschen. Nichts mehr davon, ich bitte euch, zu essen gebt ihm, zu wohnen. Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst. Das ist ja sozialistischer Materialismus, Gott behüte. Es ist jedenfalls alles andere als Schönrednerei, die der Gewohnheitsirrtum ihm nachsagt. Nein, kein in Sehnsucht vergehender ewiger Jüngling, kein Schwärmer steht vor uns, sondern ein Mann, gestählt vom Studium der Geschichte, aufs Praktische verwiesen durch das Theater, dessen Forderungen als Meister nachzukommen, wenigstens der eigenen Meinung nach, er spät erst gelernt hat. Was bei Schiller in der Periode der Aufklärung revolutionär aufbegehrte, in der Zeit des sozialistischen Humanismus bestimmte es den revolutionären Charakter der Epoche, beseelt die Kunst. Die Sowjetkultur strahlt Impulse auf die werdende sozialistische deutsche Nationalkultur aus. Wir sagten den sowjetischen Genossen Dank für die Bewahrung unschätzbarer Kunstwerke der Weltkultur. Ihre revolutionäre Haltung, ihr proletarischer Internationalismus standen Pate, wie Alexander Abusch betonte, beim Bewahren und beim Werden eigener künstlerischer Aussagen von Bedeutung. Ernst Busch singt den linken Marsch von Majakowski und Eisler. Heute sind die Ideen des Marxismus-Leninismus über den Aufbau einer wahrhaften Volkskultur in der sozialistischen Gesellschaft, in der sich die schöpferische Kraft des Volkes frei und unbegrenzt entfalten kann, Wissenschaft und Kunst zu bisher ungeahnten schöpferischen Leistungen befähigt werden durch das Kriterium der 40-jährigen Praxis der sozialistischen Kultur in der Sowjetunion bestätigt. Heute hat das Sowjetvolk, das vor 40 Jahren noch das ganze finstere Erbe der kulturellen Barbarei des Zarismus übernehmen musste, das Tor zu einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte aufgestoßen, indem es als erstes Volk der Erde von ihr aufbrach in die Regionen des Weltenraumes und mit ihrem Erdtrabanten Sputnik die Ära der Weltraumschifffahrt eröffnet hat. Auch zu diesem buchstäblichen nach den Sternen greifen, zu dieser gewaltigen Leistung des menschlichen Geistes, wurde das Sowjetvolk befähigt durch den Sozialismus, der keine Grenzen für die menschliche Schöpferkraft anerkennt und ständig im Kampfe ist, alle bisherigen Grenzen zu überschreiten. Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du hinkst.
wollen den Schinder zu Schanden reiten. Links, links, links. Wollen den Schinder zu Schanden reiten. Links, links, links. Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme. Lasst den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschen des Sphinx. Keiner zwingt die Kommune zu Willen. Links, links, links. Keiner zwingt die Kommune zu Willen. Links, links. Dort hinter finster, schwerem Gebirg liegt das Land der Sonne brach. Quer durch die Not- und Elendsbezirk stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotz der Entente. Links, links, links. Russland trotz der Entente. Links, links, links. Seeadler auch sollte verfehlen, Altes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen, die ihr kühn ins Gefecht saust. Himmel sei Flaggen beschwingt, ewer schreitet dort rechts aus. Links, 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 ewer schreitet dort rechts aus.